Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ja, wir fahren jetzt gerade zur nächsten Mission. Ja, diesmal auch wieder auf dem Motorrad. Vielleicht stelle ich mich diesmal nicht so ganz so dämlich mit dem Motorrad an. In der Zwischenzeit habe ich auch, wie ihr auch in der Chaos-Runden-Video seht, mir einen Granatwerfer besorgt und ich hoffe, damit werden wir in der nächsten Zeit bei der Mission viel Spaß haben. So, wir sollen wohl die Schwester von einem Typen finden, der was mit diesem Gefangenentransport zu tun hat. Und ja, jetzt fahren wir zum Einsatzort. So, jetzt sind wir ja fast da. Packen das Motorrad und starten Sand im Getriebe. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helena? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Nein, ich kann nicht. Tja, ich kann auch nicht. Meinst du nicht, dass du dran bist? Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Deine Spende? Tja, manche denken, Social Media macht den Menschen quasi durchsichtig und das Spiel zeigt es mal wieder. So, gucken wir mal. Vielleicht ist ja hier was drin. Ich glaube, da vorne steht sie. Armes Mädchen. Okay, Helena. Nun zu dir. So, hacken wir uns mal rein. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Nein, das ist doch... Abwarten. Das ist scheiße. Na gut, okay. Sie ruft ihn bestimmt an. Onkel Angie. Helena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Nicht die Cops, aber wir. Wo bist du? Angelo Tucci. Da bist du ja. Sieht aus, als würde er auf einer Straße fahren. Ich glaube, dann sollte ich das Angelo Motorrad Tucci lieber stehen lassen. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für mein Zeug. Da steht doch ein Mustang. Jemand nehmen bezahlt Tucci mal für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Und ab geht die Party. Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis ab. Gut. Boah, der Typ, der wird mir langsam echt unsympathisch. Der geht mir mächtig auf die Nüsse. Der verkackt den Job da. Und wir müssen wieder die Drecksarbeit machen. So ein Spasti. Ich hab hier vielleicht auch das... Wow. Alter! Mann, Mann. Fährt der mir da in die Karre? Ich sollte vielleicht mal GPS aufrufen. Ah, okay. Fahren wir mit dem GPS noch da. Kommen wir dem bestimmt entgegen. Schade, dass sie von Ubisoft die Lizenzen nicht für die Autos bekommen haben, aber die kommen wirklich schon sehr, sehr nah dran. Also, dass das hier ein Mustang ist, das sieht, glaube ich, jeder. Und ja, na komm, wir fahren jetzt hier rein, scheiß drauf. Können wir auch diese komische GPS-Markierung wegmachen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den abdrängen müssen oder was wir da machen müssen. Darum habe ich vorsichtshalber wirklich schon das Auto genommen. Oh, da kommt er ja schon.
Ja, hier kommt er jetzt sowieso nicht mehr so leicht durch. Na, ja, er kommt da rein. Hab ich nichts? Oh, wo kommen die denn jetzt her? Na komm, fahr los! Wow, wow. Ich brauche mehr Leute! Super. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Stirb. Okay. Ja. Der ist ja mal geil da rausgefallen. Haha, geil. So, jetzt muss noch irgendwie von dem Typen entkommen. Uah, verdammt. Die Karre hat's auch hinter sich gleich. Jetzt müssen wir die versuchen irgendwie abzuhängen. Oh, 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 die Karre macht's wirklich nicht mehr lang. Oh, Scheiße. Ich brauche dringend eine neue Karre. Aus dem Weg. Ich hab's eilig. Check nochmal alles. Wir hatten ihn. Da fährst du bestimmt nicht drüber. So, fahren wir jetzt hier rein, da werden wir uns schon nicht finden. Egal, wir kriegen beim nächsten Mal. Hm. Erledigt. Kein Gefangener. Eieiei. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis. So. Um ein Wörtchen. Oh, neues Auto, das hier ist Schrott. Alter, bleib doch stehen. Ey, du Drecksack. Klar, ich mir halt den ja. Was mit dir? Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Der hält unseren Plan für scheiße und selber hat er doch nur Scheißpläne, ehrlich. Spinner. Ja, ich glaube, wir müssen da oben drauf. Bäh, ups. Bin ich immer noch nicht weit genug gefahren, okay. Nett, sieht aus wie ein Porsche. Raus, sofort! Danke, ganz mein Name. Oh, der hat mehr Leistung. Der gefällt mir. Endlich auf die Scheißbrücke drauf. Ja, was war das denn gerade für ein Bug? Egal. So, auf jeden Fall, wir müssen ins Gefängnis rein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das anstellen will. Der gute Aiden. Es wird wahrscheinlich bestimmt wieder in einer Cutscene enden oder wir müssen eventuell Bullen abschießen. Weiß ich noch nicht. Aber wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Wir sind ja fast da. Ein bisschen Chaos vorher. Oh, ach, fahr doch weiter, Junge.
Bleibt er da stehen? So. Ja, und ich hack dich, du Schlampe. Und dich auch noch. Ich lass dich da raus, versprochen. Die hacken wir auch noch. Und dann starten wir die nächste Mission. In Schale geworfen. Palin Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Oh ja, weil wir ein super Hacker sind. Okay, was hat er jetzt vor? Okay. Ja. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf, los! Los! Und dafür werden wir jetzt schon festgenommen, obwohl wir die Waffe vorgezeigt haben. Okay. Sag Jordi, dass wir quitt sind. Danke fürs Handy. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Das glaubst auch nur du. Smith! So, und ob wir es aus dieser Gefängniszelle rausschaffen, das sehen wir beim nächsten Mal.